So, wieder hallo und es gibt zurück zu einem wunderbaren weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute ein Video, auf das ich so richtig hart Bock habe. Wir haben nämlich mal wieder einen wunderbaren Clash First Look. Wir schauen uns mal wieder ein Spiel in der Entwicklungsphase an, nämlich das wunderbare Game Night Runners. Haben vielleicht viele schon von euch mitbekommen, die sehr Tuning oder auch JDM interessiert sind und da sich natürlich, ja, ich sag mal, das ein oder andere Rennspiel wünschen. Ich meine, ihr wisst immer noch, Japan ist sehr unrepresented in Rennspielen. Es gab immer viele Arcade-Games und so, aber so die AAA-Leute, die trauen sich da irgendwie nicht dran, Japan zu machen. Da müssen wir leider dann auf die Indie-Entwickler vertrauen. Unter anderem Japanese Driftmaster sieht ja absolut insane geil aus, könnte ein gutes Spiel werden. Aber wir haben auch Nightrunners, was ja in eine andere Riege schieben können. Wo das eine ein bisschen die Berge nimmt, ein bisschen driften, geht Nightrunners in eine Richtung und geht wunderbar auf die Highways rund um Tokio in Japan. Und das alles, ihr seht, wunderbar VHS seit Anfang der 2000er mit wunderbar getunten Autos, einem geilen Tuning-System und. Also das, was man bisher in Gameplays und Präsentationen von dem Spiel gesehen hat, das sieht wirklich vielversprechend aus. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Bock drauf. Und jetzt, wie gesagt, gibt es mal die Möglichkeit, in einer kleinen Prolog-Demo schon mal einen kleinen Blick zu erhaschen zu dem Spiel. Momentan ist die nur über Patreon zu bekommen, da muss man dann für Geld ausgeben, soll aber auf Dauer eben auch auf Kickstarter starten und da soll die Demo dann kostenlos zur Verfügung stehen und ja, ihr könnt euch dann alle einen Blick rein erhaschen. Wer jetzt schon Bock hat, Patreon-Link packe ich euch mal unten rein. Unterstützt den Dude gerne, ist, soweit ich weiß, ein Ein-Mann-Projekt und wie gesagt, was ich bisher so gehen habe, habe ich richtig Bock drauf und heute wollen wir natürlich auch rausfinden, fährt sich das denn auch gut? Natürlich muss man sagen, ist immer noch in Entwicklung, also wenn wir Fehler und Bugs finden, nehme ich dem Kollegen das hier überhaupt nicht übel und wir werden mal abwarten, was uns hier erwartet. Ich muss sagen, das Hauptmenü gefällt mir schon mal sehr gut, habe ich schon Bock drauf, den 64 Meter Grund scheppert schon gut rein. Wir gehen mal kurz in die Settings rein und schauen mal, was wir hier alles eingestellt haben. Das passt soweit alles wunderschön. Filmgrain lassen wir auch ein, ne, weil wie gesagt, das soll ja dieser leichte VHS-Effekt soll ja drauf liegen. Das ist ja der Stil, den der Entwickler hier gehen möchte, deswegen bin ich damit vollkommen fein. Screenshake und hier kann man auch, hier kannst du sogar noch einstellen, wie hart das Bild vibrieren soll, also wackeln soll bei Leiste, bei Tempo und sowas. Wir lassen erstmal alles original, ich würde es einfach mal lassen, wir lassen es mal so, weil wie gesagt, ne, da ist ja eine kleine Intention hinter und deswegen, ich will einfach mal die Vision so ein bisschen mitnehmen, wie sie auch wirklich gedacht ist. Deswegen gehen wir rein in den Prolog. Hello, my name ist schon, das finde ich gut, das finde ich, ist schön mit diesem Namensschild. Kann ich auch groß schreiben? Ne, ich darf, okay, dann schreibe ich meinen Namen normal hin, weil LPN Kleinanzeigen sieht bescheuert aus. So, my name is Lucas. So, jetzt bin ich mal gespannt. Loading. Also mit dem Fernseher im Hintergrund, diesem VHS-Bild, das finde ich schon ganz cool gemacht, bin ich ehrlich. Das holt mich schon ab. Das hier fällt mir. So, wir haben 20 Uhr, 12 Stunden noch. Das ist unsere Garage nebenbei. Oh, wir haben Anruf. Okay, moin moin. What's up, Lucas? Welcome to Japan. It's great to have you here. Okay. I know I said you could drive my car whilst you are here. But I sold them all. Passiert, Klassiker. Ach, du kannst mein Auto haben. Ach, vergessen. Ich habe ja gar keins mehr. Ja, gut. Listen. There's a shoebox in the garage with enough cash inside for a used car. Shit. Look. I gotta go. I'll see you around. Okay. Okay, irgendwo ist hier ein Karton versteckt mit Kohle. Find shoebox money stash. Ich muss sagen, ich finde Intro schon ganz gut. Ich mag auch diese Aufmachung von den Telefonaten, was halt nur so Silhouette ist, trotzdem mit diesen Vibe, wie gesagt, es gibt mir, das ist immer, was ich bei Rennspielen jedes Mal sage, diesen Vibe, die Stimmung einzufangen, ist so immens wichtig. Und muss ich sagen, bei Rennspielen, das letzte Spiel, was es bei mir so gecatcht hat, war Need for Speed 2015. Seitdem ist das Thema für mich nicht mehr so eingefangen. Irgendwie merkt man, ist es nicht so, das ist hier von einem Car-Guy entwickelt. Der weiß, worauf er Bock hat. Der weiß, wie man in der Richtung denkt. Weißt du, wie ich meine? Und bei Forza und so merkst du halt, dass da andere Design-Decisions im Hintergrund laufen. So, wir gucken uns mal ganz kurz um. Hier haben wir wunderbar Pride. Ah, Grady ist lustigerweise es ist ja nicht Grady, es ist Greedy. Es ist mal einfach das D ein bisschen wegzuchoppen. Wir suchen eine Schuhbox, meine lieben Damen und Herren. Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist, aber vermutlich aufgrund der ganzen Ketten sollte ich die auch zulassen. Ja, Schwiegermutter. Nein, Spaß. Gut. Hier haben wir noch mehr dieselben Sticker. Ist keine Schuhbox. Ah, Engine. Nippon Poster. Wir haben auf jeden Fall gut Ware bekommen. Wir können auf jeden Fall auch nach oben gehen. Ah, ich mag die Garage schon. Die finde ich schon cool. Papierchen. Bisschen zocken. Was haben wir denn hier? Ah, ja, da hat die guten Games.
Ja, die guten Games. Wo geht man Lizenzen um? Einfach schön ein bisschen verpixeln und jeder weiß trotzdem, was es ist. Wir haben nämlich schön Underground 2 und mit einer Club 3 Dub Edition rumliegen. Ja, guten Geschmack der Herr. Dann gab's die. Oh, diese Details! Ich liebe es jetzt schon! Gallus Pizza? Ja, Gallus 12, Gallus 24? Müsste, glaube ich, die Zahlen gewesen sein. Ihr wisst Bescheid, ne? Das sind gute Motoren für Nissan Skylines. Kann man wirklich nur empfehlen. Auch hier, der packt der Pizzabecher. Ah, es ist ja. Pizza hier. Getränkebecher, weiß ich mein. Geil. Das ist sehr, sehr cool. Oh, ich liebe so Details. Hier haben wir unseren alten PC. Wunderschön. Hier haben wir noch mehr. Wir sind auch über Rauch und fressen Pizza wie nichts anderes. Ah, hier haben wir Geld. Take ist der schon mal. Uiuiui. Ach, ich habe keine Ahnung, wie viel hier in Euros nochmal sind. Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel. Wir haben eine Nachricht. So, JB steht gerade hinter mir. Ich lese es euch jetzt einfach mal vor. Go to the computer and get onto the used car auctions. Okay. Da kann ich auch Musik. Ah, am Handy kann ich auch Musik ändern. Ach, geil. Okay, echt einfach? Ja, da kann ich theoretisch die Musik ändern. Okay, nice. Gut. Sonst noch irgendwas hier? Nee, ne? Einfach noch ein bisschen Gasflaschen, Reifen. Diese Aussicht hier ist halt schon perfekt wie bei Tokyo Drift. Es ist geil. Enter Multiplayer. Not the Welt. Ah, es wird ein Multiplayer geben. Okay, nicht in dieser Demo, aber auf Dauer. Gut. So, wir gehen mal zu den Car Auctions. Oh, Alter, mit Katzi. Ja, okay. Ist ja auch cool, dass die Leute gefilmt werden, aber so zensiert werden. Dadurch musst du dir nicht die Arbeit machen, komplette Charaktermodelle zu erschaffen. Und es ist realistisch, weil du hast es ja gefilmt und öffentlich willst ja fremde Personen nicht zeigen. Datenschutz, bla bla bla. Und da macht das ja schon Sinn. Gut, gehen wir mal rein in die Bayshore. Imports and Exports. Gehen wir mal in den Import rein. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. UK. Ah, okay, ja. Oh, das ist wirklich. Also nebenbei, ich habe ja. Mein Subaru ist ja ein Import. Deswegen weiß ich ja ungefähr, wie diese Sheets aussehen. Und dadurch, dass der ein guter Kumpel für mir, der Marco, ja mit den Import Brothers auch Fahrzeuge importiert, da kriegst du halt diese ganzen Daten, welches Fahrzeug, wie viele Kilometer das runter. 371.000 Kilometer, Digga. Der Wagen ist gut geschrubbt auf jeden Fall. Motor. Dann sehen wir hier drüber natürlich, welche Fehler der Wagen hat. Meist auf diesem Sheet, hier rechts seht ihr ja diese Übersicht vom Fahrzeug oben. Da wird meist angezeigt, eingekreist, wo Fehler, Dellen oder so Schäden dran sind und so Kram. Und okay, wir haben auf jeden Fall bei ihm ein signifikantes Ölleck. Aber wir haben mehrere Autos, okay. Und wir können es hier dann anschauen lassen. Und rechts auf dem Monitor dürfte dann gleich die Ansicht sein. Ihr kennt diese typischen Auktionsbilder aus Japan. Ich glaube, ich brauche euch die nicht erklären. Es sind alles dieselben Fahrzeuge in verschiedenen Zuständen. Und fast hier, Grade 1 müsste. War Grade 4? Ja, war Grade 1 das Schlechteste? Ich überlege gerade. Ja, Grade 1 dürfte das Schlechteste sein. Grade 1 Schlechteste, Grade 5 Beste. Wir haben nur 78.000, heißt, wir können eh nur bis hierhin gucken. Wir gucken uns mal die rote an, die UK. Gehen wir mal rein, hol mal rein, das Ding. Oh, ist das geil. Du siehst ihn ja. Ist das gut. Diese Details, es ist so insane. Ich bin verliebt, ey. Ich freue mich so auf dieses Spiel, ne? Okay, jetzt können wir die anderen auch gucken. Die Farbe gefällt mir nicht so ganz. Wir haben noch hier einen schwarzen. Ich muss sagen, so Sandfarbe habe ich schon sehr Bock drauf. Full Tank of Fuel. Oh, das war positiv oder nicht? Was ist das andere? Reported stolen 6 years ago. Ja, ist mir ja scheißegal. Ist ja nicht mein Problem. Ist ja nicht von mir geklaut worden. View Car. Gucken wir uns den nochmal an. Bitte mal reinfahren in den Buden. Den Boy. Wo haben die schon Bodykits dann Teile dran? Weil der hat doch eine andere Haube. Die Haube hatte ich der andere jetzt nicht, weil alle die gehabt. Aber ich finde die Farbe gut. Wir nehmen mal den hier. Den kaufen wir mal. This car is an automatic transmission. This cannot be changed. Okay. Oh. Warte mal. Haben die Unterschied? Wo sehe ich denn das Auto? Oh, hoppala. Ach, krass. Okay. Wenn ich selber schalten will, darf ich. Okay. Das ist das interessanteste Teil. Automatik ist eine Automatik. Makes sense. Okay. Ja, ich hätte ja jetzt schon einen manuellen. Wir gucken uns mal den blauen hier an. Was hat er? Strong smell of sick. Ja, das passt schon. Das hat mein Subaru auch gehabt. Ich habe das Ding trotzdem gekauft. Am Ende habe ich den ganzen Dach hier neu beziehen müssen. Die Farbe ist schick. Ah, der hat wirklich eine andere Haube. Die sind ja wirklich unterschiedlich getuned, ne? Jo, krass, der ist Stock. Ja, nehmen wir den hier. Ja, dann nehmen wir den mit manueller Schaltung. Machen wir das. Yes. So. 103.000 haben wir noch. New car added to garage. So, theoretisch können wir noch weiterkaufen. Ja, wir gehen aber aus der Auktion raus. Ich denke mal auch, da ändert sich das Sortiment natürlich immer regelmäßig. Und du hast natürlich dementsprechend keinen festen Fuhrpark, ne, gewissermaßen. So, steht unser Auto jetzt unten? Oh,
ja, Junge, das ist ja viel zu gut. Das ist ja viel zu gut. Oh. Ja, wir sollten mal Öl wechseln, merke ich gerade. Change Oil. Was mich das aus? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal Öl gewechselt. Ich weiß nicht, ob das positiv oder schlecht war. Ich kann Geld für ausgeben. Okay. Customize. Customization Exterior. Ah, jetzt kann ich machen. Okay. Okay, wir haben Storage. Das sind dann Teile, die wir rumliegen haben, ne? Skip. Nö, part of this type. Okay. Also ich kann Teile drückt im Lager liegen haben. Und sonst kann ich sie im Store kaufen. Exterior Front Swap. Enter. Unavailable im Demo. Okay. Dann gehen wir mal auf Exterior. Ach, krass. Kann ja trotzdem rumlaufen. Ach gut, okay. Store. Wir gehen jetzt mal ins Store. Oh, diese Anspielung hat abgewascht. Ah, wie gut. Ah, wie jemand hier japanische Autokultur abfeiert. Ich liebe ihn. Okay, wir können ja Scheinwerfer kaufen. Enter. Ne, wir gehen mal auf Headlights. Jetzt kann ich verschiedene kaufen. Street Prototype, Aero Max. Okay, ne, Headlight will ich jetzt mal nicht. Front Bumper, Stock, Circuit. Wait, was? 72 Varianten? Okay, gibt natürlich immer noch Abwandlung und Kombinationen. Also du hast ja meist die Stoßstange, kleinere Splitter mit ein paar Flaps dran, größere Splitter. Also du hast nochmal immer alles überarbeitet nochmal. Boah, gut, das ist schon von Fender. Oh, die kostet aber gut Kohle, ne? Boah, okay, nee, sowas kostet 75.000, aber das kostet halt nur 75.000, wenn wir Carbon haben wollen. Richtig Breitbau haben wir nicht, ne? Ein bisschen, ne? Ich hätte gerne eine Rückleuchte, aber die muss ich sagen, die gefallen mir nicht so gut. Weird Lies, gibt's auch. Es gibt Clear Taillights, aber die kosten 360.000, nein! Warum kosten die 360.000? 120.000, auch gut. Ah, verdammt. Ich hätte sehr gerne. Oh, das würde ich fühlen. Ja, Rückleuchten kurz. Ah, guck mal, wir können auch originale S13 Optik bauen. Oh, und Type X Optik. Oh, ey, das ist wirklich gut. Das ist ja wirklich gut. Trunk. Carbon. Oh, holy shit, Alter. Wir können es zwar alles noch nicht leisten. Aber so einen kleinen Spoiler können wir uns schon leisten. Aber nur so einen hässlichen, ne? Das ist alles nicht so ganz so geil. Warte, können wir zumindest. Oh, schönen Auspuff zumindest. Schönes Rohr. Ja. Ich hätte gerne ein riesen Bazooka-Rohr. Bisschen größer. Gibt's groß? Gibt's riesig? Da ist groß. Wunderbar. Gibt's noch größer? Nee, das. Oh, Japan-Rohre. Töten. Oh. Okay. Oh, holy shit! Okay, wir haben echt viel Auswahl. Aber ich würde. Wir nehmen mal das Rohr, ist mir scheißegal. Wir kaufen das bei Add to Cart. So, jetzt habe ich das gekauft. Wir können Roof Spoiler noch machen, dann können wir Roof Scoop noch machen. Wir können Türen ändern? Ein Carbon, ah, okay. Warte, wir gucken mal kurz, was haben wir noch? Wir hatten das hier, dann hatten wir Spoiler, Trunk, Rear Lights, Rear Fender, Rear Bumper, Side Skirts, Side Mirrors, Hood, Front Fender. Okay, krass, okay. Checkout. Ich würde gerne einmal diesen wunderbaren Auspuff kaufen, ich fucking weißer. So, gekauft. Felgen konnte man da nicht kaufen. Oh, ich hab einen Karton getan. Stimmt, ich hab's ja gekauft. Wie nutze ich das jetzt? Muss ich den in mein Storage packen oder kann ich den hinten ans Auto anbringen? Will ich den ins Storage packen? Ich schätze mal schon, ne? So, return to storage. Jetzt kann ich hier auf. Oh, ich kann Sachen removen? Oh, das ist sick. Das ist geil. Ah, warte mal, dann kann ich ja den Auspuff removen. Must be holding exhaust to remove. Ah, das wollte ich nicht. Aber ich kann jetzt trotzdem mein Auto durchgehen, ne? Meine Teile durchgehen. Hier Bumper, Rear Fender, Rear Lights, Trunk, Spoiler, Exhaust. Ja, wunderbar. So, confirm. Ah, okay. Jetzt kann ich auch dran gehen. Nur finden, wo er ist. Warte mal, gleich haben wir ihn. Ja, jetzt lass mich den Auspuff auswählen. Ja, da. Ja, die Hitbox ist ein bisschen wild vom Auspuff. Na, kurz mit der Maut. Na, ja, gleich haben wir ihn. Da, der ist bisher noch ein bisschen sehr funky. Verdammt.
Ich hab's gleich. Wo ist der Auspuff hin? Warte mal. Hä? Oh Gott, was hab ich gemacht? Ist er dran? Ne, alles gut. Exit. Jetzt der Auspuff dran. Wie gesagt, kam noch so. Vielleicht kann es geben. Okay, ist dran. Okay, alles gut. Wir haben es irgendwie geschafft. Ich habe, ja, das war jetzt gerade auch nur irgendwie per Zufall alles erreicht. Wir haben Exterior, dann haben wir Front Swap, Interior können wir noch customizen. Felgen können wir customizen. Da müssen wir dann auch zum Store. Das ist nochmal ein extra Store vermutlich, ne? Ne, okay, aber die gibt es aber nochmal anders. Okay. Rim, Tire. Okay, wenn ich Rim kaufe. Oh. Wir hätten noch ein bisschen Geld über. Ne, okay, wir haben kein Geld für Felgen über, merke ich gerade. Nein, okay. Wir haben gar kein Geld für Felgen über. Innenraum könnt ihr auch noch komplett customizen. Ich glaube, ich brauche euch nicht erklären, dass wir auch noch komplette Innenraum-Customization haben. Ich will jetzt mal ins Fahren kommen. Weil das will ich unbedingt ausprobieren. So, Exit. So. Felgen können wir machen. Motor, Force Induction, Handling, Engine Swap, Paint, Livery. Genau. Haben wir eine. Oh, Unlock Livery ist 50k. Ja, machen wir noch nicht. Extras. Neons. Oh, die kostet auch 200k. Shit. Okay, das kann man auch hier kaufen. Interior Neons. Oh, Junge. Doors. Okay, Scissor Doors. Die haben eine 10 von 10 XP. Hoppala. Ich mach Spiel gerade kaputt. Mein Fehler. So, jetzt geht's wieder. Oh, Alter. Mein Underground Dude innerlich geht gerade komplett steil. Oh, wir haben Glow-Kennzeichen. Ah, 250k. Scheiße, das kostet schon viel. Das müssen wir uns dann anders holen. Mist. Aber, oh. Ja, man kann sich hier ein bisschen im Tuning verlieren. Ich drück's mal liebevoll aus. Okay, gut. Exit. Jetzt haben wir mit dem Auto mal, würde ich mal behaupten. Jetzt mal wieder ein Uncut-Video, weil ich hier einfach, ich lasse hier einfach meine Meinung durch. Nee, das kann ich nicht machen. Doch, Exit. Ah, Exit Garage. Ja, raus. Gehen wir mal raus. Keine Ahnung, was jetzt erwartet, aber wir gehen mal raus. Boah, ich hab... Kennt ihr diesen Vibe, wenn das Spiel wieder euch so komplett neu kickt und nicht so, oh, das habe ich schon mal gesehen, das fühlt sich so an wie jedes andere Game aktuell? Das habe ich hier gerade. Junge, ich habe hier gerade wieder so einen Kopf, das ist so ganz eigenständig, das Spiel. Und das ist genau das, was ich alles aus Japan haben möchte. Gibt mir genau den Vibe und alles, was ich haben will. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich noch fährt, weil das ist natürlich noch ein wichtiger Punkt leider am Ende. Das muss ich leider auch gut sparen. Bringt mir ja nichts, wenn das Spiel nur gut aussieht und die Handling der Trash ist. Ich habe Stunde 1 dafür gebraucht. Ah, ich muss selber rausfahren. Oh, ich muss selber Gas geben. Okay, ich bin draußen. Oh, wir haben Call, okay. Hello, Lucas. Don't be afraid. Wenn mich Fremde anrufen, bin ich normalerweise afraid. Normalerweise gehe ich noch nicht ans Telefon. Sei froh, dass es das Spiel automatisch macht. I believe we have a mutual associate who has unpaid debts with my organization. Now you arrive here with nothing. But then exit the garage with a fresh Sanders Divisa. Ja. So läuft das hier halt. You may use that Sanders Divisa to earn me back what I'm out. I hope you can drive. Das hoffe ich auch. Ich kann es dir echt noch nicht sagen. Also, keine Ahnung wer, hat mir einen Wettlohn von 4,4 Millionen gegeben. Don't skip town. Okay, also wir sollen ja nicht abhauen. You are now in debt. Debt cash is only for betting. We pay your debt by winning races. If you lose this cash, your car will be taken as payment. Ach ja, das ist super. Was? Haben wir den Nachricht gerade bekommen? Okay. Go to Taizumi PA to look for wager races. Okay. Wir haben auch gerade Navi anbekommen. Gut. Das ist nach hinten gucken. Das Handbremse an. Okay. Ich bin gerade wieder in meine Garage gegangen. Ah, scheiße. Ich wollte gerade alle Tasten mal durchtesten, weil ich mal gucken, was macht. Ich habe natürlich die gemacht, die ich nicht machen sollte. Smart. Zeig dir auf jeden Fall rum. Ich weiß nicht, ob das negativ ist, wenn ich hier meine bis morgens in meiner Garage zocken. Was ich sonst auch gerne tue. Aber wir gehen mal wieder zurück nach draußen. So. Ja. Das kann ich leider nicht skippen, ne? You can't pause right now. Dankeschön. Oh, die Garschlüssel hier drin muss ich selber machen. Sonst macht. Ich hab mich schon gewundert. Ach, doch, in der Demo-Video hat er doch Töne gemacht. Da war das bei mir nicht. Ah, nee. Das bin ich selber. Wenn ich hier Wavbang mit einem kalten Motor machen will in der Halle. Dann ist das meine Entscheidung, dass ich die Zylinder und Kolben gleich einmal quer durch den Raum schieße. Und die Zeit vergeht. Ich habe keine Ahnung, ob die Zeit hier echt irrelevant ist. Wir werden es herausfinden, ob ich hier mir damit Fehler mache. Debt habe ich, aber ich habe mein Navi jetzt nicht mehr. Das ist schlecht.
So, X, wir drücken nicht Y. Das ist Schalten. Ah, okay. Schalten ist genau wie bei anderen Rennspielen. Wunderbar. Handbremse. Das Handy. Engine off. Exit Hazards. Oh, hier kann ich Blinker anmachen. Okay. Und der Motor aus. Okay. Engine on. Okay, Exit. Das ist ja ein bisschen wie bei hier TDU. Finde ich ganz cool. Da haben wir Navi. Ah, rechter Stick ist Licht an, aus. Kann ich Sicht irgendwie ändern? Hier ist Rückwärtsgang. Ah, hier kann ich die Sicht wechseln. Okay, es gibt auch eine Cockpit-Perspektive. Okay, gut. Wir gehen mal auf die Sicht. Ich glaube, ich muss in die Richtung. So, erst ein paar Meter. Ich wollte mal gerade kurz nochmal. Wir müssen eigentlich gucken, wo wir hin müssen. Das Problem ist, dass ich keine Ahnung, wo ich hin muss, weil mein Navi ja nicht will. Map, da. So, ich habe Tatsumi PA jetzt ausgewählt. Gegenüber das Menü. Ich habe es mir gar nicht gesucht. Normalerweise bleibt die Route hier an, aber ich bin ja wieder in die Garage gegangen wie ein Genie. Hoppala, okay, das Geschwindigkeitsgefühl ist heavy. Okay, okay, okay. Holy shit, Alter, wir fangen aber 150. Junge, 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 Junge. Das ist ja, Alter, hat das einen Zoom? Darf ich mal betonen, wie es sich anfühlt, mit so einer Kiste in so einer engen auf dem Highway 200 zu fahren? Ich vermute, recht nah in diese Richtung. Und dass ich geil finde, dass die Musik damit auch lauter wird, weil der so wie so ein Tunnel reingerät, weil du so einen eigenen Tunnel reingehst, wenn ich jetzt hier durchlade. Yes, gib ihm! Geil! Haben wir 6 Gang, wir haben 5 Gang. Vollgas! 200 Sachen hier, gib ihm! Und das fährt sich auf jeden Fall, erster Eindruck, ist schon die Spurwechsel, fühlt sich sehr satisfying an. Ich vermute mal auch, das mit dem Ton kannst du dich auch anpassen, wenn einem das stört. Ich will es, glaube ich, ein bisschen minimieren, weil es mir schon ein bisschen unangenehm ist, dass ich gar kein Auto mehr höre ab bestimmter Geschwindigkeit, weil mein Tunnel ein bisschen mich zu hart abdriften lässt. Aber, erste Fahrgefühl, hier fällt mir ganz gut. So, wir sind an unserem wunderbaren Spot angekommen. Ich habe keine, wie ich hier drauf komme, das müssen wir jetzt gleich mal schauen. Hier ist auf jeden Fall der Parking-Lot. Ah, Enter. Okay. Moin, moin. Da sind wir doch. So. Das war gerade schon mal ganz satisfying, muss ich sagen. Wow, vor allem das Geschwindigkeitsgefühl. Auch ein Ding, was viele Rennspiele momentan echt mehr auf der Kette kriegen. Wir haben kurz nach 10. Wir haben Tatsumi PA. G-Company Territory. Okay, das ist also die Gang oder der Clan, den das Ganze gehört. Hier sehen wir, wie viel wir da verdient haben, wie viel wir gewonnen haben, wie viel wir verloren haben. Natürlich sind fremde Kennzeichen natürlich lizenziert. Call other racers to race. Beware of high web racers. Choose racers with web close to yours. Open phone to view your web. Okay. Hier haben andere Autos rumstehen. Jetzt sind meiner zum Beispiel auch Kennzeichen reserviert. Was halt cool ist, weil es halt wie einfach so Videoaufnahmen sind an so einem Treffpunkt. Die natürlich Sinn machen, wenn die viral gehen. So, willst du ja nicht, dass die Polizei das sieht und okay, mit dem Auto ist er gefahren. Hier haben wir das S15 stehen. Oh, mit sehr sicken Felgen und Fitment. Oh, Junge. Okay, der Stance, den man anscheinend einstellen kann. Uff. Aber wir werden uns sehr einig, was Fitment angeht, lieber Entwickler. Ist auch gut. Ah, ist schon gut. Moin, Leute. Okay, mit dem einen von den beiden kann ich mir aussuchen. Gegen einen der beiden Dudes kann ich wohl fahren. Sehe ich auch. Web 3500. Was habe ich denn für ein Web? Sehe ich das? Null. Ja, okay, gut. Ich habe nur 3500, umso höher, umso krasser, ne? 2060, da würde ich ja ihn eher mal hier hops nehmen, ne? Bro, dann nehme ich dich mal mit der S15 auseinander, oder? Das wäre ja Autos, die ich hier angucke gerade. Das finde ich voll geil. Auch mit Stickern und so. Oh, guck mal hier. Ey, dieser Detail gerade, ne? Sowas, so Kleinigkeiten. Ach, das ist der Vibe, der Stil, ich sage dir. Dann nehmen wir ihn mal hier. Ruf mir ihn mal an. Komm, geh dran, Bro. Er steht am selben Parkplatz. Also, ich stehe neben dir, gefühlt wahrscheinlich, vermutlich. I won't be seen dead in that piece of trash car. You're lucky it's a manual. Also vermute ich, dass ich noch mehr gewachsen gewesen wäre, hätte ich jetzt eine Automatik gekauft. Top. Daisuke proposes 330.000 Wager. Na, akzeptieren wir mal. Ja, unser Rap ist direkt höher gegangen, nur weil wir angenommen haben, weil wir uns zumindest trauen. Gut, erste Rennen, liebe Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie die Rennen ablaufen. Ich liebe diesen Stil. Ist alles so gut. Ich bin ja gerade wirklich. Das ist gerade so ein bisschen wie erstmal Underground spielen. Es flasht mich genauso.
Wir lassen echt viel Zeit verstreichen, so. So, 1 gegen 1. Ja, ich kann ja auch mit meinem Gar spielen. Der ist 15 schon sehr clean. Kiputo Ariake, reverse. Kann ich hier mein Licht ausmachen? Oh ja, krass. Funktioniert alles während der Fahrt, während der Cutscene. Right Stick Button Flash Headlights. Okay, er macht gerade noch seine Kippe aus, wie es das hier hört. Oh fuck. Kann ich noch restarten? Shit. Sorry, Jumpstart, mein Fehler. Alles gut, ich bin ready. Er hat auch seine Headlights geflasht, dass er bereit ist. Ich weiß nicht mehr, wo die Handbremse ist, deswegen mache ich jetzt nichts. Oh. Wenn er die Taschenlampe macht, geht's los. Okay. Okay, erstes richtiges Rennen. Boah. Man muss sagen, der Kick, dass man den richtigen Start erwischt, ist schon geil. Mit der Taschenlampe und so, das ist schon gut gemacht. So, dann bleiben wir mal in seinem Windschatten. Er lässt auf jeden Fall gut fliegen. Schön dranbleiben, oben ein bisschen rüber, LKW. Boah, dass wir im Gegenverkehr fahren, das hat aber auch einen anderen Kick hier. Junge, Junge, Junge. Komm schon, dranbleiben, nicht abhängen lassen. Boah, man ist wirklich wie in seinem Tunnel, Junge. Gib ihm, oh. Du kleiner Penner, Alter. Hier werden unfaire mit Taktiken verwendet. Oh, ich komm nicht rüber. Oh. D-Pad White? Oh, fuck. Reset, Chat. Wie koppelt raus, ne? Nein. Ah. Oh. Ja, das Rennen ist ja gut wie verloren. Shit! Ah, ich hab Deep Right gesucht. Verdammt. Ich hab gesucht, welche Taste er meint. Scheiße. Du hast mich ja komplett weggehämmert. Wir sind auf jeden Fall außerhalb der Empfangsreichweite, wie wir oben sehen. Guck, ob ich nochmal rankomme. Oh, ich glaube, das werden wir nicht gewinnen. Man muss sagen, umso schneller man ist, umso mehr Lenkinput muss man geben, um eine Lenkbewegung zu machen. Was sehr geil ist, weil dadurch nicht passiert, dass man das Problem hat, wie bei anderen Rennspielen, dass bei hohen Geschwindigkeiten das Fahrgefühl so komisch schwammig wird. So, die Lenkung wird schön straff ab dem Moment und man macht nicht so zackige Lenkbewegungen. Nachher, man muss dadurch das Lenken ein bisschen mehr timen, weil man ausweicht, weil man mehr Lenkinput braucht, um vor dem LKW wegzukommen. Aber ich finde es so besser, weil das dadurch nicht so unnötig schwammig wird und man das Feingefühl verliert. Ja, shit, verloren. Ja gut, das erste Rennen lief ja mal gar nicht so gut, will ich mal behaupten. Scheiße. Respekt verloren dadurch, dass ich einen Jumpstart hatte. Respekt verloren dadurch, dass es scheiße war. Respekt. Na, Bro. Und Geld verloren, wohlgemerkt auch. Das war jetzt nicht unbedingt... Ja, geh ruhig mit dem Geld in Ruhe runter. Lass dir Zeit, ich will sehen, was ich verloren habe. Das muss auch wehtun. Wir haben ja noch ein bisschen Geld zu verwetten, ne? Wir haben ja ein bisschen Budget bekommen. Drücken wir es mal so rum aus. Ja. Wow. Minus 86. Ja, ist gut. Ja. Naja. Ja, es ist Lernphase. Es ist noch der Lernbereich. Eieiei. Aber Start Engine? D-Pad left. Hoppla. Haben eine Nachricht bekommen. I wish I could waste you all night. Okay. Ich kann doch theoretisch noch weiter Leute wasten, oder? Ich kann jetzt einfach auf meine Map gehen. Ups, da, ich muss das Handy wegmachen. Jetzt Map. Jetzt bin ich wieder daheim, ne? Ne, oder wo bin ich? Wir können aber. Der Kuku PA. Das ist eine PA, können wir wieder hingehen. Wir können da schon wieder hin. Gut, dann fahren wir da nochmal rüber. Ich will auf jeden Fall ein Rennen gewinnen. Weil es ja das Ziel. Wir müssen ja auf jeden Fall einen Sieg hinbekommen. Jetzt denke ich im Tag. Im Innenraum. Oh Gott! Aua! Oh, oh, oh! Gab's da mal ganz kurz das Problemchen? Geh mal wieder nach außen, da bin ich ein bisschen. Fühle ich mich ein bisschen sicherer. Oh! So wie zum Thema sicherer. Es gibt aber, glaube ich, kein Schadensmodell, glaube ich. Also zumindest ich damage mein Auto, glaube ich, nicht. Das ist schon mal ganz gut.
Also du bist einfach nur am Auswipen, du bist aber nicht das Auto am Zerstören. Das ist ganz gut. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt. Kann gut sein. Da muss ich auch hier noch einen Blick drauf haben. Ich finde die ganzen Effekte und den Stil, wie das Spiel hier arbeitet, sehr cool umgesetzt. Kommen wir wieder ein paar Meter rüber. Der relativ große Highway ist auf jeden Fall hier umgebaut schon. Durch. Zack. Vollgas fliegen lassen. Der Kick und der Thrill ist schon gut da, muss man sagen. Ich dachte, hauptsächlich wird das Spiel aus diesen Highway Races bestehen und andere Gangs, Shoes zu besiegen, Fahrzeuge zu kaufen, zu customizen. Also relativ, sagen wir mal, simpler Loop, vermute ich mal. Ich vermute auch, storytechnisch wird da jetzt nicht eine neue Yakuza-Story hier entstehen. Aber ich meine, der Loop ist ja vollkommen ausreichend, meiner Meinung nach. Ich finde den Loop so an sich vollkommen ausreichend, wenn der am Ende halt rewarding ist, Spaß macht. Die Fahrzeugauswahl natürlich dementsprechend ist. Und, muss natürlich auch ganz klar sagen, wo ich natürlich drauf hoffe, dass, wie gesagt, die Storyline hinten ganz cool ist. Wie gesagt, jetzt haben wir ja erstmal, ey, wir haben Schulden, die müssen wir eintreiben. Bin ich sehr gespannt, was uns dann noch so erwartet. Aber ja, wie gesagt, ich weiß auch noch gar nicht, wann das Spiel rauskommen soll und wie lange das noch in Entwicklung sein soll. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob es da irgendwie aktuell feste Infos gibt. Aber ja, gut. So, wir skippen das Ganze gerade mal hier, weil wir reden nicht darüber, dass wir hier minus 33.000 gemacht haben und 0 zu 1 stehen. So, wow, wie sieht's aus? Revanche? Komm, ich bin leichtes Geld. Ich bin leichtes Geld, weißt du. Back here again after that loss. Der Suche Proposal ist drauf. Ja, okay, komm, ja, geht ja nicht anders. Wir können rejecten, wir können natürlich. Ich glaube, dann können wir runterhandeln, ich weiß es gar nicht. Aber wir akzeptieren es mal. So. Zweiter Versuch. Kleiner Tipp, nicht frontalen LKWs reinschappern. Kann helfen. Ich glaube, ich hätte auch noch gewinnen können, hätte ich rausgefunden, wie schnell ich resette. Ich habe nur dieses scheiß D-Pad gesucht. Ist halt Steuerkreuz, so. Ist halt auf Englisch und ich bin zu dämlich manchmal. Englische Sätze, um Wörter zu übersetzen anscheinend. Gut. Mittlerweile ist mitten in der Nacht. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann hell wird hier eigentlich. Oder ob die Nacht dann einfach vorbei ist. Kann auch sein, dass man nur eine bestimmte Rennanzahl in der Nacht schaffen kann, weil man halt natürlich nach einer Zeit die Nacht rum ist. Und ich vermute, wir ja nur in der Nacht hier fahren. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel das in Hand hat. So. Here we go. So, jetzt haben wir geflasht. Er auch, wunderbar. Gut, dann geht's jetzt gleich los. Fuck! Ah! Es ist wieder Pro Street. Ich bin einfach ungeduldig. Ah, nochmal. Du willst einen guten Start erwischen. Das wird im Multiplayer vor allem absoluter Thrill werden, hier im richtigen Moment Gas zu geben. Jetzt aber. Ah, dieser war ein besserer Start. Komm. Ja! Yes. Ja, jetzt haben wir die Überhand. Ja. Here we go. Bitch. Sehr schön. So, komm. Jetzt holen wir mal einen Sieg rein. Kann ich bestimmt, wo wir lang fahren? Wir hätten jetzt auch links fahren können. Das ist, glaube ich, richtig gewesen. Ah, ist richtig gewesen. Ich habe ein Navi. Ich hätte vielleicht auf Navi achten sollen. Ich bin per Zufall richtig gefahren. Sind wir fairerweise ehrlich. Ich habe per Zufall die richtige Route gewählt. Mein Glück. Oh, Junge. Er kommt aber jetzt an. Nee. Ich bin hier. Mach mal schön breit. Ich mache mich schön breit. Ich merke gerade, dass unser S3 noch mindestens 249.000 Kilometer runter hat. Bisschen was. Aber das Gute ist, wir fahren diesmal auch nicht im Gegenverkehr. Großer Vorteil. Ah, shit. Hätte ich hochgemusst, ne? Nee, hätte ich nicht. Alles gut. Oder? Ach, shit, nein! Fuck! Reset mich! Fuck! Boah, wenn man. Okay. I get it, dass man für die Unfälle hart abgestraft wird. I get it. Das ist legitim. Aber. Boah. Also, abstrafen ist ja kein Begriff. Du hast ja keine Chance mehr. Ich bin auch falsch gefahren, ne? Ach Gott. Huh. Es kostet nochmal Geld, wenn man restarten möchte. Okay. Spiel meint es.
Okay, also seine Entscheidungen und Fehler sollte man sich gut überlegen, merke ich gerade. Man kriegt auf die Fresse, wenn man meint, Mist zu bauen. Finde ich gut. Ich finde es zwar schön, wenn man nicht mit Sandhandschuhen angepackt wird, sondern sagt so, machst einen Fehler? Lebt mir die Konsequenz nicht. Du machst einen Fehler? Es tut mir leid. Möchtest du rewinden? Willst du noch ein Schokoeis dazu? Wie geht's dir damit? Ja, ich bin halt falsch abgebogen. Ich muss halt deutlich mehr auf den Pfeil achten und der Navi-Pfeil ist leider sehr wichtig. Weil der ist der einzige Indikator, wo ich abbiegen muss. Und da habe ich jetzt, da habe ich halt auch eh verkackt. Also, nichtsdestotrotz. So. Komm, wir rauchen mal schneller aus. Ah, kein guter Start. Komm, Turbo Punch, do it. Ja, yeah, here we go. Ja, eins. Am Kopf. Ja, jetzt geht's los. Sehr gut. Hier ist noch richtig gewesen, auf jeden Fall abbiegen. Ah, ich komme von der Wand nicht weg. Das ist auch so ein leichtes Problem, was das Spiel leider hat. Wie bei vielen anderen Spielen. Andere, so Wände sind magnetisch. Also Autos ziehen die magisch an, sobald du einmal dranhängst, haftest du. Das ist auch noch so leicht ein kleines Problem. Das ist aber fixbar, das ist nichts Schwieriges. Ich schiebe mich mal ein bisschen an, weil ich will erstmal gucken, wo wir lang müssen. Nicht, dass ich jetzt falsch fahre wieder. Wow! Okay, wenn wir im Windschatten hängen. Nein, du Penner! Boah, du kleines Arschloch. Shit. Ah. Ich kam nicht mehr rüber. Shit, voll in den Verkehrsrenner gefahren. Ah, Mann, come on. Also den Parkplatz ballern. Komm, wir haben noch eine Chance. Noch ist nicht vorbei. Nein, komm von der Wand weg. Nein, das ist das Ziel. Alter, ich werde heute kein Rennen gewinnen hier. Ich krieg voll auf die Fresse. Was ja gut ist. Man spielt was Hartes. Was abstraft, wenn man scheiße ist. Komm schon. Zieh. Ey, wir werden ihn hier kriegen, glaube ich. Oh, ich flieg wie ein junger Gott. Zieh. Der gewinnt das, ne? Das Geschwindigkeitsgefühl ist trotzdem insane. Es macht schon hart Bock, hier durch die Gegend zu ballern. Okay, wir müssen hier runter. Oh, Abfahrt verpasst. Oh Gott. Boah, es ist schwer. Was? Ja, was passiert, wenn ich jetzt verloren habe? Ich habe kein Geld mehr. Hallo? Was passiert jetzt, wenn ich verloren? Ich bin der schlechteste Nightrunner-Spieler, den ihr jemals gesehen habt. Oh Gott. So, hier sind wir wieder. Ich hoffe, dass er mich trotzdem auch fahren lässt, weil ich hab ja Wettgeld bekommen. Heißt, ich kann ja fahren. Nur die Restarts zeige ich anscheinend von meiner eigenen Kohle. Das ist das Problem. Two losses in a row. I even try. Ich finde gut, dass das Spiel mich damit aufzieht und mir auch meine Fehler aufzeigt. Das finde ich schön. Aber ja, wie gesagt, es ist ja das Geld, was ich zu wetten bekommen habe. Alles gut. Also, ich gebe nur anscheinend, glaube ich, mein eigenes Geld für Restarts aus. So wie, also, das ist das Problem. Deswegen, ja. Also, wir haben für die Wetten, haben wir Geld gestellt bekommen. Aber wenn ich restarte, muss ich meine eigene Kohle ausgeben. Ja, die habe ich auch, wie gesagt, schön in die Binsen gesetzt. Ich habe noch 20.000, das ist Umsatzrechnung technisch gar nichts mehr. Also rein technisch bin ich broke as fuck, aber ja, das habe ich mir selbst zu schreiben. So, Versuch Nummer 3. Drei, glaube ich. Ja, das kann noch mehr sein. Und wir haben nur eine bestimmte Zeit, bis wir ja, naja, unser Geld zurückzuzahlen haben, aber naja. So. Schauen wir mal. Wait, was ist ein Dragrin? Fahren wir hin. 23 Grad Teil. Konnten wir jetzt Reifen aufwärmen? Oder sollen wir ein anderes Rennen, okay? Ja, wir hätten gerade unsere Reifen aufwärmen können. Ich vermute, das ist für einen stehenden Start gar nicht mal so unsmart. Gut, aber jetzt ist mal eine andere Strecke zumindest.
mal keinen falschen, keinen gestaltlichen verpasst. Sehr gut. Come on. So, mit dem Navi und der Orientierung habe ich nur so ein bisschen mein Problem. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Ah, hier kann ich mein Navi anmachen, okay. Und ich muss mehr die Bremse nutzen in den Kurven, das ist auch so eine Sache. Man ist hier in so einer Geschwindigkeit raus, man konsequent sein Gaspedal nicht mehr loslassen will. Weil es ist wirklich einfach nur so ein geradeaus Drag-Rennen. Boah. Ah, okay, das war ein anderer, okay, das war ein anderer Renntyp. Okay, das eine war gerade A nach B Rennen, die ersten beiden, und jetzt hatten wir ein Drag-Rennen. Deswegen auch Reifentemperatur. Ah! Das ist aber auch ein geiles Bild, Alter. Das ist, oh, das ist ja das ist schon Wallpaper-Material. 31.12.1999. Aber wir haben ein Rennen gewonnen. Ja, ich kann es auch kaum glauben, dass es passiert ist. Oh. Danke schön. Ich habe ein Rennen gewonnen. Ja, es ist absolut unglaublich. Es ist ein bisschen, als hätte ich den Weltfrieden erzeugt. Also, ah. Es ist Best of 3. Ja, gut, ne? Wunderbar. Ich habe eins gewonnen, aber Drag-Rennen kriege ich eher hin. Ich muss nicht viele Kurven fahren. So, ich habe keine Ahnung, wo ich die Handbremse ziehe, ne? Das ist ein bisschen mein Problem. Ja, doch, mit Handbremse an geht's. Ah, 41 Grad. Ah, es war trotzdem... Handbremse macht aber keinen Sinn, weil den Hinterreifen wirklich... Ja, ist egal. Ich hätte es anders machen müssen. So, Bro, zweites Rennen. Okay, es gibt also auch verschiedene Renntypen. Das haben wir jetzt auch schon mal rausgefunden. Mehr oder weniger unfreiwillig. So, Drag-Rennen Nummer 2. Ich vermute, wenn ich das gewonnen habe, habe ich ja automatisch gewonnen. Aber ich denke, es wird Best of 3 sein. Ich weiß nicht, wie seine FC 15 weniger Turbo-Punch haben konnte, aber ist mir egal. Komm, Sü! Vollgas, Vollgas, Vollgas. Einfach fliegen lassen. Also Drag-Rennen finde ich nochmal ganz geil, weil es natürlich nochmal einen anderen Kick hat, nochmal einen anderen Vibe hat. Vor allem mit Reiftemperatur aufwärmen und so. Oh, den ganzen Modi habe ich so Bock, die am Ende finale Multiplayer zu zocken. Das kann richtig bocken, ey. Vor allem, wenn die Autos, Leute ihre Autos schön customizen, tunen, mit verschiedenen Fahrzeugen. Das wird schon mal ein Peak optisch geil. 1994? Okay, das Datum ist, glaube ich, mittlerweile einfach nur noch random. Okay, DNF. Okay, ich glaube, die KI hat Drag-Rennen noch nicht so Bock drauf. Ich glaube, ich gewinne, weil sie nicht ins Ziel kommt. Ist mir egal, ich habe gewonnen. Mittlerweile akzeptiere ich auch solche Möglichkeiten, an Siege zu kommen, sind wir ehrlich. Night Rap. Oh, jetzt geht's mir in die richtige Ebene. Jetzt sind die Pfeile mal grün in die richtige Richtung. Geil, Mann. Wir haben gewonnen. Es gibt Rap, es gibt Kohle. Da, so muss es sein. Wunderschön. Guck mal an. Da kann man doch glücklich sein. Sehr schön. Ah. Haben wir auch wieder Plus gemacht. Das lief gut. Gucken, ob das jetzt jemand positiv aufgefasst hat. Das würde mich zumindest sehr freuen. D-Pad, left, start engine. Habe ich keinen Anruf? Ich soll ja noch die Kunden ah, ne, wir haben mal Nachricht bekommen. How does getting back to the Tsumi PA for 0.28 is sound? Oh, neuerer Multiplikator. Oh, mein Multiplikator geht runter. Einfach so durchstehen? Oh, okay. Wenn ich immer wieder da bin, habe ich den Multiplikator, womit ich natürlich mehr Geld verdiene und so. Oh, jetzt ist der Multiplikator weg. Warte, ich hätte so schnell da hinkommen müssen. Das ging, ist doch gar nicht technisch möglich. Verarsch mich doch nicht. Alter, ich bin direkt da. Ha! Ich bin jetzt direkt da, okay. Ich bin, man merkt, ein bisschen verwirrt, ein bisschen. Es gibt manchmal Situationen, wo ich hier nicht so ganz durchblicke, aber wir kommen dahinter. 4:46 Uhr, Tatsumi PA. So, da sind wir wieder. Moin, moin. Natürlich gibt es da natürlich viel mehr Parking Lots und Crews und Gangs. Natürlich im finalen Spiel brauche ich nicht mehr diskutieren. Das ist natürlich, wie gesagt, hier alles aktuell Prolog und natürlich auch Demo-Content. Oh, wir haben einen neuen Dude dabei. Guck mal an. Wir haben einen neuen Dude dabei. Ich glaube 2018. Guck mal hier, die ist 13 da. 3.618. Komm, scheiß drauf, mal ein bisschen Risiko gehen. Komm, Boy. Zum Ende der Folge gehen wir noch mal ein bisschen Risiko. Wir gehen noch mal ein bisschen Risiko rein.
Sakura, I saw your latest win. You just got lucky. Ah, dein Bro konnte nicht fahren. Sakura Proposal 600k. Rein da. Nur wer riskant lebt. Richtig, weiß ich meine. Ja, gut. Schön PA. Geht schön die Reputation hoch. Gut, schauen wir mal. Ich denke mal, ich gucke mal, ob ich noch eine weitere Folge machen werde, wo wir uns mal ein bisschen mehr ums Tuning noch kümmern. Also ich versuche irgendwie natürlich Kohle reinzukriegen, dass das könnte. Ich weiß auch gar nicht, ob es in der Demo geht. Ich werde mich mal ein bisschen informieren, ob das machbar ist, ob man Demo groß customizen kann, ob man genug Kohle rankriegen kann. Wer das geht, wird es dazu auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video geben. Aber ich werde mich natürlich jetzt mal ein bisschen ums Fahren kümmern, weil der Restinhalt hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Aber heute kann ich euch mal Feedback ja zum Fahren geben. Und das ist natürlich, wie gesagt, ja, eine neue Neuigkeit. Aber wie gesagt, im Gameplay hat man ja Tuning und so gesehen. Und dass es geil ist und... Naja, Surprise, es ist geil. Gut. Schauen wir mal. Ich vermute, dass ich leistungstechnisch nichts zu melden haben werde. Und nur eine große Fresse habe. Aber vielleicht habe ich Glück, dass meine große Fresse vielleicht mich doch hier zum Ruhm bringt. Oh, incoming call. I fucked up and accepted a disciple with cash I don't have. Oh, what? I need your help. Ja. How do we give you 770k to lose this race? Ist mehr, ne? Also wir gehen auf jeden Fall nicht im Minus raus, wenn wir hier... ...wo wir gerade bei Story sind und so, ne? Hier geht jetzt gerade der krasse Shit ab. Okay, ich soll verlieren, weil... ein guter Kollege anscheinend eine Wette gemacht hat und naja, viel Geld verliert, wenn ich jetzt gewinnen sollte. Ich würde mal so sagen, lass uns mal drauf ankommen, wenn ich gewinne, gewinne ich. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Und wenn ich verliere, verliere ich, dann sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich jetzt verliere. Die Statistik spricht sehr gegen mich, dass das hier gut ausgeht. Aber ich würde es mich, also ich lass mal drauf ankommen, dass ich trotzdem gewinne. Ich halte nichts von Glücksspiel. Betreibe ich jetzt mal selber, aber darum geht es jetzt hier mal nicht, okay? Psst. Ich möchte meine Kollegen davon abhalten oder sie aus der Sucht bringen, indem sie finanziellen Ruin stürzen. Der Boy, ja, er ist schnell. Wer hätte damit gerechnet, dass der mit dem meisten Respekt an dem fucking Gott der Schnellste ist. Aber umso öfters man hinkommt, so andere Leute sind da, also umso mehr Reputation man natürlich hat. Er ist flott, yo, er hat richtig Topspeed. Normal würde ich sagen, oh nein, wir verlieren, aber jetzt ist mir gerade fast schon auch egal, weil wir kriegen ja trotzdem Kohle. Also wir losen ja nicht, wir haben ja hier nichts zu verlieren. Oh, ich komme auch nochmal ran. Ich komme auch nochmal richtig ran. Schießen wir auch vorbei. Alter, oh, er drückt mich in die Wand, der Arsch. Okay, komm, dranbleiben, nicht abhängen lassen, nicht verlieren. Come on, do it. Nein, komm. Okay, er hat einen Topspeed drauf, der Junge. Das ist Dennis Ziel, ne? Ja. Wir ziehen vorbei. Nein! Nein! So kurz vor Ziel, nein! Das sieht jetzt wirklich aus, als hätte ich es absichtlich verloren. Also. Psst. Ah, Mann! Wäre ich nicht an die Wand gekommen. Hätte ich das echt gewinnen können. Oh nein, du hast gewonnen. Ah, nee. Ich habe technisch nochmal verloren. Aber er hat trotzdem Cash bekommen. Also, naja, am Ende sind wir ja dabei, jetzt unsere Schulden einzutreiben. Also, für uns ist ja positiv ausgegangen, wenn wir jetzt erstmal predikten, gewissermaßen. Aber wie geil man tief die Kisten legen kann, ne? Fippen und Stan sind schon gut, ey. Da müssen wir auch mal ein bisschen gucken, wie gesagt, Tuning, gucke ich mal, ob es eine eigene Folge machen können. Das wäre schon cool, wenn es ginge. So, 600.000 Minus gemacht, aber wir dürfen jetzt 77.000 Plus gemacht haben. Also, eigentlich smart gewesen, glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Lass uns mal kommen. Ja, da kommt der Anruf. Ah, Haruto ruft an. Good job. No one suspected a thing. Ja, ich hab's wirklich sehr gut aussehen lassen, muss man sagen. Das war's. Okay, ich bin wieder zu PA verloren. Kommt nochmal ein Anruf. Ich muss ja immer noch eigentlich das Geld eintreiben. Das ist ja, glaube ich, immer noch die Hauptprolog-Mission. Dass ich weiterhin Kohle einfahre. Also diese Schulden abtreibe. Aber ich würde erstmal sagen, für das erste Video soll es das erste Mal gewesen sein. Dieser kleine, ich sag mal gewissermaßen, erster Eindruck, den wir jetzt hier uns mal verschafft haben. Wie gesagt, wenn ich noch mal tunen kann, wollen wir es auch wieder noch machen. Wir werden dann noch mal ein bisschen Rennen fahren, wenn es irgendwie geht. Aber erster Eindruck ist schon mal, also das, was man jetzt in diesem kleinen Prolog sich anschauen kann, konnte. Ich weiß ja nicht, wie weit es noch geht. Kann ja sein, dass das Storytechnisch noch ein bisschen mehr kommt. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ich mag den Artstyle, ich mag, wie es fährt. Also, wie gesagt, ist recht simpel, ist sehr arcadisch. Und wie gesagt, es ist halt immer alles auf den Highways. Aber das ist halt das Thema des Spiels natürlich.
Na, normale Musik. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Das ist einfach das Theme dieses Games. Ich finde aber die Präsentation, den Vibe und so, der Dude hier auf jeden Fall an den Tag legt, insane gut. Ich bin riesig happy damit. Und ich freue mich sehr, sehr aufs finale Spiel. Weil, wie gesagt, größere Fahrzeugauswahl noch und so. Weil das ja, wie gesagt, jetzt hier nur Prolog-Content. Und wie gesagt, wenn da noch ein bisschen mehr geht, werden wir noch ein extra weiteres Video zu machen, weil ich will auf jeden Fall so viel mitnehmen, wie es geht aus diesem Prolog, weil es halt cool ist. Aber erster Eindruck ist richtig cool. Es ist auf jeden Fall ein kleines Spiel für zwischendurch. Das ist nichts, was natürlich 20 Stunden am Stück sucht ist, weil, wie gesagt, dafür natürlich dann, ich vermute, die Abwechslung nicht zu gigantisch ist. Aber es ist das perfekte Japan-Rennspiel. Ist genau, was wir haben wollen. Wenn sowas noch mal von einem AAA-Studio kommen würde, sind wir ehrlich, wird es vielleicht, glaube ich, nicht so gut sein, weil hier viel mehr Liebe im Detail steckt. Also hier ist wirklich jemand mit Herzen reingegangen, hier hat jemand wirklich Bock drauf gehabt, hier hat jemand wirklich super viel Detail und wirklich ja, Ideen reingebracht, die halt einfach dazu passen. Und bisher fand ich gut. Die Rennpräsentation finde ich cool, dass du mit Wetten abschließt, dass du diese Anrufe hast, dass du halt wirklich per Blitz von oder Licht aus der Taschenlampe das startest, dass die Dudes da überall an diesen ja, typischen Parking-Spots rumstehen. Die ganze Atmosphäre ist aber wirklich, wirklich gut und ich bin sehr gespannt, was es weitere Spiele noch so auf sich zeigen lässt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich werde nochmal ein bisschen ein, zwei Rennen nochmal weiterfahren. Jetzt offscreen für mich, denke ich mal. Um mal zu gucken, ob da noch was kommt. Wie gesagt, wenn das kommt, wird das natürlich noch in Videoform kommen. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir halt gerade nicht die Kohle, ja, die wir hier weitermachen können. Wir müssen natürlich noch Geld reinspielen. Aber das ist auf jeden Fall dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen rum da. Wie gesagt, Link findet ihr in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab. Und wir sehen uns wieder. Haut rein, bis dann. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.